Ich sitze auf einem Misthaufen. Vielleicht kann man das sehen. Ich will sogar hier schlafen. Und ich weiß nicht, zu wem dieser Misthaufen gehört. Und das macht mir jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Wenn hier so ein wilder Esel plötzlich ums Eck kommt, das ist meins. Dann bin ich echt am Arsch und ich kann nicht rennen. Ich habe nur meine Nordic Walking Sticks, mit denen ich mich verteidigen kann. Ich kämpfe heute nur gegen Schmerzen. Vor allem meine Fußsohlen. Es ist total verrückt. Meine Fußsohlen tun mir so dermaßen weh. Da kam ich her. Und da muss ich hin. Ich bin nur schon da. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin doch weiter gelaufen. Und dieser Drecksack in diesem scheiß verfickten Drecksführer hat einfach irgendwie mal die Hälfte der Strecke vergessen. So wie es hier aussieht, so geht es jetzt die ganze Zeit bergab. Und das letzte Schild war immer noch 3 Kilometer und dann bin ich nur am Ortsrand und es wird irgendwie gleich dunkel und ich habe keine Kraft mehr und ich will jetzt auch nicht mehr. Scheiße. Ja, aber es geht mir heute wieder viel besser als gestern. Ich war echt verzweifelt und das hatte ich ja selten in meinem Leben. Zumindest halt nicht. Ich bin glücklich. Ständig knallt's hier. Hier sind so viele Jäger unterwegs, dass ich manchmal echt fürchte, ich werde noch erschossen. Und da bleibt mir ja dann nichts weiter übrig, als zu singen. Ich habe mir einen Trick ausgedacht. Ich singe dann ganz laut. So. Ich bin kein Hasi, man kann mich nicht essen. Ich bin ein Pilger und auf dem Weg. Und dann gibt es nur noch la 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 la, weil mehr habe ich mich auch noch nicht ausgedacht. Aber wichtig war, ich bin kein Hasi, man kann mich nicht essen. Das ist eine Kuhherde. Wunderschön ist. Aber sie stehen direkt auf meinem Weg und sie glotzen mich an. Ich bin noch nie in meinem Leben durch eine Kuhherde gelaufen und ich weiß gar nicht, was die jetzt machen, wenn ich da durchlaufe. Ich habe Angst. Oh Gott. Wie war das Karen Blixen? Was hat die gemacht in Jenseits von Afrika, als die Knuherde war? Schuh! Schuh! Ja, so haben die Gnus auch geguckt. Das ist doch scheiße! Man rennt durch die Dörfer, egal wie groß oder wie klein, da ist niemand. Es brennt nirgendwo Licht, es sind keine Menschen unterwegs. Es gibt niemanden, dem man wenigstens mal guten Tag sagen könnte. Es gibt keinen, den man um eine Zigarette anschaut. So eine Scheiße! Es ist stockdunkel, es regnet wie Sau und jetzt habe ich mich auch noch verlaufen. Ich bin entzückt, es hagelt. Oh. Ich sag's euch, es ist ein Traum. Es ist wirklich wunderschön. Und ja, jetzt sitze ich hier, rauche mein Zigarettchen, trink meinen lauwarmen Tee und hätte gerne eine Brotzeit, habe ich ja dabei, aber da muss ich schon wieder Chorizo fressen. Echt, ich kann es nicht mehr sehen. Jetzt weiß ich auch nicht, ich bin echt versucht zu trampen, aber nicht, weil ich nicht mehr kann. Ich könnte durchaus noch länger laufen, aber das ist hier echt... Und er meint, er kommt in 25 Minuten, weil er hat jetzt Hunger und er isst. Ich habe auch Hunger. Ich habe mir das verdient. Es ist zum Mäusemelken. Ich habe schon wieder Hunger wie Sau. Ich habe unter Zucker und überhaupt und sowieso. Und hier machen die Restaurants erst um 9 auf. Es ist 7. Und ich rieche Essen und ich kann es nicht finden. Ich werde echt irre, aggressiv und ich falle gleich tot um. Oh, da rächen sich wieder die vielen Horrorfilme. Ich konnte es schon als Kind nicht leiden, nachts durch den Wald rennen zu müssen. Und schon gar nicht durch einen fremden Wald. Und jetzt regnet, es rauscht der Wind. Und wenn jetzt irgendjemand, ein Jäger, hinter dem Baum hervorkommt, dann werde ich sofort tot umfallen und einen Herzschlag kriegen vor Schreck. Schaut es euch an. Total unlustig. Es schüttet und schüttet. Und schüttet und schüttet. Und ich habe noch 20 Kilometer vor mir.
Oder vielleicht auch nur 15. Wer weiß das schon so genau. Das war heute mit Abstand der schlimmste Tag dieser kompletten Tour. Jagt man bei dem Wetter einen Pilger vor die Tür? Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Kein Rapunzel, kein Prinz, kein Haar. Das nenne ich mal Luxus. Ein Häuflein am Wegesrand. Man weiß nicht, was das sein soll, aber es sollte mal ein Alufenster bekommen. Ich glaube, die Hakenkörner haben bald Wachteleiergröße. Aua! Und eben fuhr ein Taxi vorbei und ich dachte, ich halte es mal an. Ich frage nur, was es kostet bis zum Schiff. Und die Alte hat nicht mal geguckt. Die Schlampe. Es gibt Thunfischsalat. Tomate, Thunfischsalat und nachher Schweinebacke mit Pommes. Ich versuche mich auf den morgigen Marsch vorzubereiten. Dieser Tunnel hier hat eine Akustik wie eine Konzerthalle. Ich finde, da sollte ich mir mal ein Forum geben für mein Regenlied. Mi, 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 mi. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Somewhere over the rainbow, I see it with you. We drink a Coke, we eat some ice, we watch those bloke and think how nice they are here. Ja, weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen mit meinem Text, aber ich habe noch 500 Kilometer und wahrscheinlich noch einige Regentage. Ich werde dran arbeiten.